Costa Rica. Grün, vielfältig, tödlich. Aufgrund seiner großen Biodiversität ist das Land Heimat für Tausende von Tier- und Pflanzenarten, von denen viele tödlich sind. Fernsehproduzent Steve Rankin ist hier auf der Suche nach einem geeigneten Drehort für eine Survival-Show im Dschungel. Ich war damals monatelang überall auf der Welt unterwegs. In Tansania, auf den Malediven, in Panama. Dann kamen wir nach Costa Rica. Gleich am nächsten Tag brachen wir auf in Richtung Dschungel. Es war gegen 8 Uhr morgens. Mein Team und ich waren unterwegs auf der Suche nach potenziellen Drehorten für eine Survival-Show im Fernsehen. Mein Team war handverlesen. Nur die besten Leute. Chris kümmert sich bei uns um die Logistik. Er organisiert den Transport vor Ort und hält Kontakt zu den örtlichen Crews. Er ist unser Cheforganisator. Steve und ich verstanden uns blendend. Wir hatten immer viel Spaß zusammen und wurden schnell gute Freunde. Auf unserer Route durch den Dschungel wollten wir verschiedene Orte finden, an denen sich die Kandidaten beweisen sollten. Bis zum Abend wollten wir uns bis zur Teamlodge durchschlagen, wo wir übernachten wollten. Doch dann kam alles anders. Die einheimischen Guides Gerhard und Pompey gehen mit Macheten voran, während Produzentin Mathilde notiert, welche Gefahren die Kandidaten hier erwarten. Wir kämpften uns also durch den Dschungel. Es war ein wunderschöner Tag. Man hörte die Vögel zwitschern und das Plätschern des Flusses am Grunde der Schlucht. Es war so friedlich dort, dass ich schon Angst hatte, es wäre nicht gefährlich genug für die Kandidaten einer Survival-Show. Es war ein wahrer Dschungel. Hinter jedem Baum verbarg sich etwas anderes. Auf einmal stand man vor einem Wasserfall. Und bei jedem Geräusch dachte man, was war das? Werden wir verfolgt? Man wusste nie, was einen hinter dem nächsten Baum erwartete. Die Gegend war ziemlich abgelegen. Es gab keinen Pfad. Wir folgten nur unseren Guides. Dann lag da ein umgestürzter Baum im Weg. Ich stieg auf den Stamm, sah runter und dachte, sieht gut aus. Ich sprang runter und sobald mein Fuß den Boden berührte, spürte ich einen starken, stechenden Schmerz. Ich schrie, Schlange! Ich wurde gebissen. Schlange! Ich hörte Steve schreien und dachte erst, er macht nur einen Scherz. Ich ging zu ihm. Er sah sich um und sagte, ich wurde gebissen! Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich sagte, im Ernst? Es hätte ja auch nur ein Dorn sein können. Einen Dorn hätte ich bei der Landung oder schon davor gespürt. Aber es geschah erst, als mein Fuß schon auf dem Boden war. Irgendwas hatte mich also gebissen. Ich sah ihm an, dass es kein Scherz war. Er sagte, ja, ich habe es gespürt. Da wurde mir klar, dass die Lage ernst war. Ich zog den Schuh aus und sah etwas Blut an meiner Socke. Sie hatte mich erwischt, aber nur mit einem Giftzahn. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Wenn Schlangen zubeißen, reißen sie ihr Maul auf und die zwei ansonsten nach hinten geklappten Giftzähne werden seitlich ausgefahren. Das geht extrem schnell. Gut möglich, dass sie ihn nur mit einem Giftzahn erwischt hat. Der andere ging vorbei. Vielleicht hat sein Schuh eine der Giftzähne abgefangen, die nicht sonderlich stabil sind. Sie brechen auch mal ab und wachsen dann wieder nach. Erst dachte ich, das ist gut, die Wunde ist klein. Es war nur ein Giftzahn. Dann dachte ich, wie kann das sein? Warum nur einer? Wir sahen uns seinen Schuh an und entdeckten ein kleines Einstichloch, wo eben dieser eine Giftzahn eingedrungen war. Er hatte wirklich Pech. Anfänglich hatte ich noch die Hoffnung, dass es nur ein sogenannter trockener Biss war, eine Art Warnung. Leider sind trockene Bisse eher selten. Gehört man zu den wenigen, die einen solchen Biss abbekommen, kann man sich glücklich schätzen. Bei einem trockenen Biss beißt die Schlange zwar zu, injiziert dabei aber kein Gift. Schlangen können ihr Gift dosieren oder auch gar kein Gift abgeben. Sie besitzen also die Fähigkeit, mit ihrem Gift zu haushalten. An Menschen wollen sie ihr Gift gar nicht verschwenden. Im besten Fall blufft die Schlange also nur, injiziert dabei aber gar kein Gift. Ich sprang auf den Baumstamm und sah mich um. Dann sah ich sie. Ich rief Pompey, der kam und die Schlange inspizierte. Ich hörte ihn sagen, Tertiopelo.
Ich fragte, was ist das? Er meinte, eine Terciopelo-Lanzenotter ist eine Grubenotter und eine der giftigsten Schlangen in ganz Costa Rica. Ich dachte, verdammt, und die hat mich gerade gebissen? Wow. Die Terciopelo-Lanzenotter, auch Fer de Lance genannt, ist in Lateinamerika weit verbreitet. Sie gehört zur Familie der Grubenottern, genau wie Buschmeister, Wassermokassinottern und Klapperschlangen. Das Gift der Terciopelo-Lanzenotter fordert viele Todesopfer. Sie schlagen extrem schnell zu und auch ihre Reichweite ist relativ groß. Diese Schlange verfügt über wahre Superkräfte. Zum einen haben sie Grubenorgane, mit denen sie Wärme wahrnehmen können, wie die von Nagern, die sie erbeuten. Aber eben auch die Körperwärme von uns Menschen. Dann haben sie noch ihr Gift, das sie blitzschnell injizieren und dann loslassen. Ein wehrhafter Nager könnte sie schließlich verletzen. Der gebissene Nager kriecht also davon und stirbt. Das Verrückte ist nun, dass die Terciopelo seiner Fährte folgen kann und dabei sogar zwischen seiner und der von anderen nicht vergifteten Nagern unterscheiden kann. Sie verschlingen Nagetiere, die so groß sind wie sie selbst, und das im Ganzen. Wirklich unglaublich. Ein heftiges Pochen breitete sich in meinem Fuß aus. Es waren höllische Schmerzen. Nach dem Biss einer Giftschlange zählt jede Sekunde. Wird man von einer Terciopelo-Lanzenotter gebissen, hilft nur die Gabe eines Gegengiftes, das wiederum nur in größeren Krankenhäusern vorrätig ist. Ich werde oft gefragt, wie schnell man einen Arzt aufsuchen sollte. Generell gilt hier, je schneller, desto besser. Sonst droht im schlimmsten Fall eine Amputation. Laufen war keine Option, weil ich wusste, dass sich das Gift dann nur noch schneller ausbreiten würde. Aber wir waren mitten im Dschungel. Die Devise lautet, ruhig bleiben und sich so wenig wie möglich bewegen. Damit das Gift nicht noch schneller durch den Körper gepumpt wird, sollte man die Person möglichst tragen. Die beiden Guides, Gerhard und Pompey, fertigen aus Ästen und den Gürteln und Jacken der übrigen Teammitglieder eine improvisierte Trage. Ich fragte Mathilde, ob irgendjemand das Ganze filmen würde. Sie sagte, nein, wir versuchen dir zu helfen. Ich sagte, filmt das doch. Sie meinte, sie hätte keine Kamera. Ich sagte, nimm dein Telefon. Ein Produzent produziert selbst im Ernstfall. Hey. Ich bin über einen Baumstamm gestiegen. Beim Auftreten spürte ich einen stechenden Schmerz. Das nächstgelegene Krankenhaus war in San Jose, was knapp 2,5 Autostunden entfernt war. Da jedoch keine Straße in der Nähe war, mussten wir einen Hubschrauber anfordern. Aber mitten im Dschungel konnten sie weder landen noch einen Korb ablassen. Zudem hatte ihr Satellitentelefon kein Netz. Gerhard und ich sahen auf unser GPS, um irgendwo eine Lichtung auszumachen. Wir fanden eine potenzielle Stelle und machten uns auf den Weg. Gerhard und Pompey kämpften sich mit ihren Macheten durch den Dschungel. Wir liefen so schnell wir nur konnten. Wir wussten ja nicht, wann er das Bewusstsein verlieren oder gar sterben würde. Es wurde langsam heiß. Auch die Luftfeuchtigkeit war hoch. Er muss in den Schatten. Es war nicht leicht für sie, mich den ganzen Weg zu tragen. Besonders in diesem Gelände. Mein Fuß pocht wie verrückt und tut höllisch weh. Der Ernst der Lage war uns durchaus bewusst. Dennoch haben wir auch viele Witze gemacht, einfach um ihn abzulenken. Steve ist doch nur zu faul, um selbst zu laufen. Der älteste Trick überhaupt. Du zahlst heute Abend die Zeche. Rum ist ein Gegengift. Der Hubschrauber findet sie, doch er kann nicht landen. Sie eilen zur nächstgelegenen Straße. Von dort aus bringt sie einen Wagen zur Lodge, wo der Helikopter wartet. Es war hart. Wir kämpften uns über Stock und Stein, bergauf, bergab, über sumpfige Bäche. Sie hoben Steve mitsamt der Trage sogar über einen Stacheldrahtzaun. Seine Schmerzen wurden derweil immer stärker. Bei jeder noch so kleinen Erschütterung schrie er vor Schmerzen. Da wurde auch ich langsam panisch. Der Schmerz war inzwischen gewandert und breitete sich nun in meinem Unterschenkel direkt unterhalb meines Knies aus. Die Schmerzen waren unerträglich. Auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 war das definitiv eine 10. Zehn Minuten später waren wir da. Ich war noch nie so froh, einen Hubschrauber zu sehen.
Nach einer halben Stunde Flug sah ich San Jose. Wir näherten uns dem Krankenhaus. Dort wartete bereits ein Notfallteam und ich dachte noch, wow, wie im Film. Dann mal los. Dann informierte ich Steves Verlobte. Es gab einen Unfall. Sie war überraschend gefasst. Sie packte eine Tasche und wir fuhren zurück zum Krankenhaus. Ich war in der Notaufnahme und hatte mehrere Zugänge, über die sie mir alle möglichen Medikamente verabreichten. Aber ich dachte, okay, jetzt bin ich hier und ich bin in guten Händen. Und sie wussten, welche Schlange mich gebissen hatte und konnten mir das richtige Gegengift geben. Das Gegengift wird mit Hilfe von großen Huftieren produziert, denen das Gift von mehreren verschiedenen Schlangenarten verabreicht wird. Dazu nimmt man beispielsweise Pferde, denen man kleinste Mengen verschiedener Schlangengifte verabreicht. Die großen Tiere produzieren folglich Antikörper gegen verschiedene Proteine im Gift der Schlangen. Dann nimmt man ihr Blut und gewinnt daraus das Gegengift, das uns Menschen das Leben rettet. Ich war im Krankenhaus, ich hatte das Gegengift bekommen und auch die Ärzte waren zuversichtlich. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Laut Dr. Emily Taylor hätte sich das Unglück durch geeignetes Schuhwerk verhindern lassen können. Man braucht Stiefel, die komplett aus Leder sind. Gewöhnliche Wanderschuhe durchdringen die Giftzähne der Terciopelo ohne Probleme. Aber auch Aufklärung ist wichtig, um derartigen Unfällen vorzubeugen. Den Schlangen können wir schlecht erklären, wie sie sich zu verhalten haben. Aber wir Menschen können noch dazulernen. Schlangen sind majestätische Kreaturen. Und solange wir Respekt vor ihnen haben, können wir sie aus sicherer Entfernung auch als solche betrachten und uns an ihnen erfreuen.